Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Es ist 16. April, 9 Uhr morgens. Und weil es so schön ist, noch ein Video über die Red Love Blüte. Wie gesagt, kann man von der Red Love Blüte eigentlich gar nicht genug bekommen. Dieses intensive Rot, Rosa, Pink, Violett, das man in allen Schattierungen sieht. Und darum habe ich gesagt, wir haben vorhin schon ein Video machen, gleich noch ein Video an einem etwas älteren Baum mit der Red Love Blüte. Sie sehen hier wieder ganz schön die noch geschlossenen Blüten im Ballonstadium, die dunkelrosa rot sind. Dann Blüten, die gerade aufgehen, die ein dunkles Pink haben. Und dann die offenen Blüten vor dem Verblühen, die dieses violette, helle Pink haben. Alle Schattierungen sieht man. Und was typisch ist beim älteren Red Love Baum, dass die älteren Blätter, die jetzt hier am älteren Holz austreiben, eine stärkere rote Färbung haben. Bei jungen Bäumen ist es so, dass nur die Triebspitzen rot sind. Bei älteren Bäumen sind alle Blätter, die sich neu entwickeln, zunächst schön rot, was dann diesem wunderschönen, gesamten, warmen Farbeindruck gibt. Das alles können Sie selber auch haben, indem Sie einen Red Love bei sich zu Hause pflanzen. Sie werden hin und weg sein von der Blüte. Wir bekommen jetzt die ersten E-Mails von unseren Kunden, die die ersten Red Loves gepflanzt haben und schon Blüten haben. Die Kunden sind wirklich hin und weg, wie wir auch. Jedes Jahr wieder, seit wir Red Loves züchten und kultivieren, jedes Jahr ist es ein fantastisches Schauspiel, diese Blüten, diesen Gesamteindruck des Baumes zu genießen. Gärten Sie weiter!